Bedenken beim Abschluss einer Hypothek unsererseits beziehen sich hauptsächlich auf die Zunahme des Referenzzinssatzes, sprich momentan sind wir bei ungefähr 2%. Gemäß verschiedenen Prognosen kann es eigentlich fast nur noch bergauf gehen, also insofern wird er in den nächsten Jahren zunehmen und da bezahlt man bei einem heutigen Abschluss irgendwann in 10 Jahren dann vielleicht fast das Doppelte an Hypothekarzinsen. Hypotheken sind nicht das Kerngeschäft der Versicherer, das ist sicher das Kerngeschäft der Banken. Was unsere Rolle in diesem Bereich anbelangt, ist vor allem die Vorsorge, also die dritte Säule, dass man sich entsprechend absichert und in jedem Fall das Haus behalten kann, was auch immer passiert, sei es während der Berufsphase, aber auch dann, wenn man in die Rente geht und dann das Leben zu Hause genießen kann. Eine Bauversicherung sollte man unserer Meinung nach abschließen, um während der ganzen Bauphase einen umfassenden Versicherungsschutz genießen zu können. Sprich, während dieser Zeit gegen Vandalismus auf der Baustelle, Personenunfällen von Gästen und Kindern versichert zu sein und auch aus kapitaltechnischer Sicht. Die Bauwesenversicherung schützt das Haus, das Sie bauen, gegen Schäden. Es können Schäden sein durch Naturgefahren, Sturmwinde, Überschwemmungen und so weiter. Es können auch Schäden sein, die durch haftpflichtige Dritte verursacht werden. Wichtig ist, dass die Bauwesenversicherung eben sofort zahlt und damit jede Verzögerung der Bauphase dahinfällt, auch wenn ein haftpflichtiger Dritter vorhanden ist. Zweitens die Bauherrenhaftpflichtversicherung. Als Eigentümer eines Grundstückes sind sie grundsätzlich haftbar und wenn durch die Bauphase ein Gebäude des Nachbarn beschädigt wird, dann haften sie auch, wenn sie kein Verschulden haben. Es ist tendenziell so, dass die Umweltkatastrophen ja zunehmen. In der Schweiz besteht unserer Meinung nach jetzt aber kein Grund, sich da Sorgen zu machen. Der Versicherungsschutz von verschiedenen Gebäudeversicherungsanbietern ist da ziemlich einheitlich geregelt. Zusammen mit der Feuerversicherung sind ebenfalls die Naturkatastrophen, also Überschwemmung, Hagel, Sturm und so weiter, versichert. Mit einer Ausnahme, nämlich mit der Ausnahme des Erdbebens. Das Zweite, das sehr wichtig ist, ist die Wasserversicherung. Durch Leitungen im Hause können Lecken entstehen, Wasser kann auslaufen. Der Trend, den wir feststellen zu Naturkatastrophenschäden, ist eine starke Zunahme der Überschwemmungen. Auch Hagelereignisse haben sich in der letzten Zeit verstärkt bemerkbar gemacht. Wir stellen einen Trend fest zu alternativen Wärmequellen. Photovoltaik ist auf dem Dach und damit gehört Photovoltaik auch zum Haus und ist dementsprechend in der Versicherungssumme des Gebäudes mit integriert. Bei einer Hausratsversicherung ist uns primär mal wichtig, dass wir im Schadensfall, sprich vor allem in einem Brandfall beispielsweise, möglichst schnell von den Dienstleistungen der Versicherungsgesellschaft profitieren können. Was uns sicher auch wichtig ist, ist, dass wir nicht zu viel bezahlen für die Versicherung und dass wir trotzdem weder unter- noch überversichert sind. In der Hausratversicherung ist sicher entscheidend, dass die richtige Versicherungssumme gewählt wird. Hier gilt es, ein Inventar zu erstellen, was alles zum Hausrat gehört. Zu empfehlen ist sicher die Feuerversicherung. Dabei sind auch wieder die Naturgefahren mitversichert. Eine weitere Versicherung ist die Wasserversicherung für das Mobiliar. Als letzter Punkt die Glasversicherung. Wenn eine Flasche ins Lavabo fällt oder eine Scheibe zersplittert, ist man auch froh, wenn man die entsprechende Deckung hat. Andererseits aber auch die Diebstahlversicherung. Notabene, auch wenn man in die Ferien geht und Sachen mitnimmt, ist es wichtig, dass man die entsprechende Versicherungsdeckung auch dort genießt und damit die Ferien genießen kann. Bei Diebstahlversicherungen zu Hause ist es wichtig, dass sämtliche Fenster und Türen verschlossen sind, wenn man das Haus verlässt. Wenn keine Einbruchsspuren feststellbar sind, dann besteht nur eine beschränkte Versicherungsdeckung. Also es ist wichtig, dass wirklich die Türen geschlossen sind.